Okay, Teammitglied Nummer 6, ich komme. Freunde, wir machen weiter bei Let's Go Pikachu und ich möchte heute mein wirklich finales Teammitglied, das es komplett macht, meine Pokémon untertanen oder meine Freunde, ja, oder meine taktische Ausrichtung. Mir fehlt zwar was gegen Feuer-Pokémon, im letzten Part hat Pikachu noch was gelernt. Elektrowelle, irgendwas, eine Wasserattacke auf jeden Fall. Und wir haben die TM-Surfer gefunden, ja. So ist das. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was hier eingesammelt wurde. Hier südlich von Fuchsania City haben wir auch Jesse und James getroffen. Da gab es das Gebiss für den Wärter, der hat uns quasi Stärke gegeben. Was ich jetzt auch versuchen möchte, Wellenspur, das sehen wir zum ersten Mal, Pikachu am Surfen. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt surfen können, wenn Pikachu das einsetzt, aber dann ist es halt so. Ich möchte gern zu den Seeschauminseln und das auf schnellstem Wege. Also viele kennen das von mir. Ja, eventuell in Let's Play Pokémon Mond habe ich mich ja an mir völlig unbekannten Routen vorbei gesneakt, die ich überhaupt noch nicht kannte und gesehen habe. Und es waren dann viel längere Wege, als ich irgendwie vermutet hätte. Alle Trainer möglichst ausgelassen, um schon mal ein Pokémon zu fangen, das ich relativ spät bekommen habe. Das war damals Alola Sandan. Mein Alola Sandama, Seeschauminseln. Gut, da steht auch jemand. Ich möchte einfach nur mein sechstes Teammitglied. Ich denke, dass es das hier gibt. Das gab es schon immer hier. Und ich denke mal, es ist kein großes Geheimnis mehr, welches es ist. Natürlich, all die Umwege und Mühen für Zubat. Wer hätte es gedacht? Das bekommt man doch nur hier, oder? Zubat? Zwar hat sich einiges verändert bei Let's Go, aber hier ist mein Jurob, yeah! Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so schnell hier zu den Seeschauminseln hinkommen. Es ist halt viel einfacher, Tränen auszuweichen. Okay. Hättest du Bock mitzukommen? Liebes Jurob, Hyperball, fabelhaft, du darfst gar nicht mehr raus. Er tut's trotzdem. Hätte ich mal nicht sagen sollen, ne? Warum wird das nächste Mal besser funktionieren? Oder wenn ich ihn gefangen habe, besser funktioniert, obwohl jetzt die Voraussetzungen einfach nur spitze waren. Na, spring halt jedes Mal. Gut, du sollst dich auch wehren dürfen. Das ist kein Problem, Jurob. Du hast ja was auf dem Kasten. Ne? Da willst du ja nicht einfach so mit. Du willst ja schon ein bisschen zeigen. Ne? Mit mir lasse ich es nicht immer machen. Das zeugt von Stil, Klasse und Eleganz. Level 40? Es ist einfach mal der höchste... Was? Ich dachte, ich fange den, damit er schön leveln kann. Nee, er hat einfach den höchsten Level von allen. Okay. Es bevorzugt eiskalte Lebensräume und schwimmt mit Vorliebe in minus 10 Grad Celsius kaltem Wasser. Okay. Hä? Das ist jetzt merkwürdig. Okay, pass auf, wir machen diesen Weg von den Seeschauminseln zurück nach Fuchsania City jetzt von hier aus. Aber Jurob kann sogar mitkämpfen. Was hat Jurob denn? Das würde ich ganz gerne abchecken. Noch hätte ich die Chance vielleicht, aufgrund eines ganz miesen Wesens, einfach ein neues zu fangen. Was kannst du so? Erholung ist Quatsch, aber Aurora-Strahl, Kaskade ist schon mal was. Kaskade war auch eine VM, by the way. Bei dir ist relativ ausgeglichen. Moment, da sitzen ja auch die... Also besser ist ja Angriff, ne? Wurde erhöht. Verteidigung ist runter, oder? Ich glaube, das war so, ne? Das, was höher geht, ist rot. Gut, damit... Das ist auch gut. Also... Vom Angriff her ist es... gehupft wie gesprungen, wie es im letzten Part schon hieß. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, wie du unterwegs bist. 80. Wie, aber Surfer ist noch ein Stück stärker, ne? Wir haben die TM. Ich will immer VM-Surfer sagen. Es war immer eine VM, meine Herren. Ich glaube, in der siebten Gen gab es halt auch schon TM-Surfer. Oder? Ja, da war ja auch der Pokémobil-Kram, oder? Nun denn. Ja, 90 ist halt noch ein Stück stärker. Dann vergiss mal Kaskade. Moment, es ist sogar... Wie gesagt, ist total egal, ob spezial oder physisch bei Jurob. 90. Ja, 10 stärker. Ne?
Aber dass das Ding auf Level 40 ist, das verwundert mich. Unser Team ist komplett hiermit, Freunde. Pikachu, Glurak, Giflor, Nidoking am Ende, Hypno und Europ. Also zwei Entwicklungen stehen noch aus. Ich meine, anhand dessen, wie viele verschiedene Pokémon wir schon hatten, ich habe es im vorletzten Part alle nochmal aufgezählt, es ist dann doch ein akzeptables Team, denke ich. Vor allen Dingen nur aus den ersten 151 von denen, die wir noch nicht hatten. Tränke sind super praktisch, oder? Ich finde, diese Items sind einfach der Renner. Gut. Die will nicht wirklich was. Seeschauminseln, damit beschäftigen wir uns natürlich auch gerne noch. Aber vorher haben wir einiges andere noch zu erledigen. Schwimmer! Die Seeschauminseln sind für mich wie ein stiller Rückzugsort. Achtung, weibliche Schwimmer. Keine Diskussion anfangen. Tja, die regelt sich, Aurelia. Ja. Man kann... Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich regelt. Ja, kein Kommentar. Lassen wir das. Aber Nintendo, bitte Schwimmerinnen. Ja, ich rede nicht drüber. Schillock, Schillerlocke. Mensch, Europ, das foppt mich ja schon ein bisschen. Ich dachte, er hätte den niedrigsten Level. 40 ist schon eine Hausmarke. Ich kann mich erinnern, dass die Tentacher hier auf dem Weg, ne? Die wilden Tentacher auf diesen Routen. Die hatten vieles drin. Von Level 5 bis Level 40 war alles möglich. Warum hat die eigentlich hier Schillock noch nicht weiterentwickelt zu Turtok? War alles drin. Level 40, ich mochte das, weil man musste, glaube ich... Ich weiß nicht mehr, wann sich Tentacher zu Tentoxa entwickelt, aber ich glaube, ich habe denen einfach nur noch einen Sonderbomber hingesteckt und dann war es gut. Da haben die sich zu Tentoxa entwickelt. Ja, komische Sache. Heiß Dami. Hat sich schön gedreht. Okay, weggeburnt. Lustig auch, dass die einfach auf dem Wasser stehen, wie Jesus. Gut, das sieht ein bisschen aus, als wäre das tiefes oder ein flaches Wasser. Aber bei Pikachu sieht es halt wirklich so aus, als würden die einfach... Bei dem Wasser, wie das da aussieht, die steht ja auch einfach so da und hat gerade mal die Füße im Wasser. Wozu brauche ich denn Surfer? Ja, hier wieder nicht. Gut. Richtigkeitshalber muss man auch sagen, wie hätten die Entwickler es anders machen sollen, ne? Also es ist ja quasi direkt ein Schwachpunkt für Gesteins-Pokémon. Hey, wie bist du denn unterwegs? Bist du etwa nicht Schwimmer oder was? Geht. Wir hatten in Let's Play Pokémon Feuergrün, dieses Fun-Game, auch die eine Situation, dass ein Schwimmer auf dem Wasser, so wie er hier, einfach einen Geowatz einsetzt. Und statt dass der Kampf beginnt, kam so Geowatz, ging im Wasser unter. Blub. Blub. Das war's dann. Fand ich echt witzig. Das war nice. Ja, aber das sieht echt komisch aus, wie die da jetzt auf dem Wasser stehen. Die haben nicht mal die Füße drin. Das ist einfach wie eine Platte. Wie eine Textur. Tolles Wasser, ehrlich. Das taugt dir nicht mal als Kinderbecken. Wenn du es als Babybecken verkaufst, sind die Babys ja enttäuscht. Boah, Level 44. Ja, gut. Wisst ihr, diese Wasserrouten, die könnten, solltet ihr auch erst beschreiten, vielleicht, wenn ihr fertig seid mit Fuxania City und der Arena, wenn ihr fertig seid mit der Sylph Company, wenn ihr fertig seid mit eventuell beiden Wegen nach Fuxania City, uns fehlt ja noch der Radweg, wir haben die östliche Route genommen. Die langweilige Route zuerst, so bin ich manchmal. Ja. Und alles, was dazugehört. Erst danach. Und die Arena von Saffronia City. Und da gibt es ja quasi zwei Arenen. Wenn das alles fertig ist, dann kommst du auf diese Routen. Oder solltest du auf diese Routen gehen. Es steht einem frei, ne? Ich dachte mir so, ich hole mir mein letztes Teammitglied. Und auch wenn das den höchsten Level hat. Okay, Giflor hat jetzt auch Level 40, muss man mal sagen. Aber es wird auch wichtig, möglichst früh. Ich will auch eine Bindung aufbauen, okay? Zu meinen Teammitgliedern. Fein. Garados. Oh, super. Hau raus, gib her. Das ist schon ordentlich. Gut, man muss auch sagen, mit so hohen Leveln und wir burnen die weg,
Dann gibt's auch schön, schnell und locker, fleißig geile IP zum Mitnehmen. Hoppada. Wobei es sich gar nicht so ausdrückt. Was hat er für einen Mund? Habt ihr die Zeichnung gesehen? Oh, da ist ein größeres Tentacher. Das ist so angenehm, dass du nicht die ganze Zeit genervt bist von Tentachas. Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Übrigens, was diese Zweideutigkeiten angeht, wir haben auch männliche Schwimmer. Liebe weibliche Zuschauer, flippt ihr aus beim Anbetracht dieses Bodies? Wir lassen das. Wir lassen das. Noch ein Garados. Auch habe ich eigentlich Hypno vorne. Das hat einen niedrigeren Level als bei dem Trainer, der mehrere Pokémon hat. Ich sollte einiges heute nicht hinterfragen. Ja, totale Ungereimtheiten, auch mit dem Wasser, mit dem flachen Wasser. Was ist das? Kaskade? Okay. Ja, ja, ja. Oh, ich muss mein Outfit wechseln. Mensch, wir haben doch das Safari-Outfit bekommen. Ich hier nie. Gut, ich mag auch mein Rocket-Outfit, bin ich mal ganz ehrlich. Gerade will man öfter Pikachu noch sehen, lieber Joe. Dann gucken wir doch mal, wie das Safari-Outfit aussieht. Auch wenn es hier keine Safari-Zone gibt. Und eigentlich das ganze Abenteuer eine einzige Safari-Zone ist. Kopfbedeckung. Okay, ja gut. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr gedacht, ja. Jetzt mich selbst. Okay, es ist wenigstens eine Kappe und nicht so ein Hut wie bei Pika. Ja, immer mal ein anderer Look. Das finde ich voll in Ordnung. Abwechslung geht voll klar. Die Hosen? Schau an. Tarnungszeug. Safari-Tasche. So. Bin ich jetzt also bereit für die Bundeswehr? Nein, so ein bisschen. 19, hier sind noch einige Trainer. Stern, du? Schön, wie es auch schwimmt. Ah, diese Wasserrouten, die waren mir immer schon ein bisschen zu weitläufig, aber andererseits passt es ja jetzt auch. Gut, dann schickt das neue Pikachu auch direkt in den Kampf. Oder? Wollen wir Gifloor? Ich werde es erstmal mit Gifloor versuchen. Also Garados wäre blöd für Gifloor, aber wir haben ja jetzt zwei Stück gesehen. Ah, du bist aber cool unterwegs. Bekomme ich das Pokémon, mit dem du über die Wellen reitest, wenn ich gewinne? Nein. Vor allem, ich surf auf dem Surfbrett. Katja. Das sind nicht immer Schwimmerinnen. Das ist Trainerklasse Schönheit. So, und die hat so ein Ding, ne? Gut. Meins hat auch eine Eisattacke. Das ist auch Level 41. Was macht ihr eigentlich? Ich hab Angst. Ja, Eissplitter. Na, tschüssi, Mann. Also zur Erklärung unseres heute gefangenen Teammitglieds. Es ist halt ein unangenehmer Gegner. Auch Lorelei hat ja so einen Jurong. Hat sowohl einiges mit Wasser im Petto als auch Eis. Und das ist halt einfach eine Kombo, die man sich geben kann und die uns einfach das bisherige Team super ergänzt. Braucht man sich gar nicht drüber unterhalten, das ist so. Auch in Anbetracht von Siegfrieds Drachen, die noch kommen werden. Es ist zwar noch weit weg, dieser Gedanke, aber auch das soll kommen. Wahrscheinlich mal, ja? Siegfrieds Drachen. Oh, ich hab verloren. Und wenn bis dahin so ein gepflegter Eisstrahl beherrscht wird von meinem Jurong, dann haben wir da auf jeden Fall ein Rezept. Ich bin mit meinen Freunden hergeschwommen, aber jetzt bin ich so ausgelaugt. Schwimm zurück und mach ein Päusle. So weit schaffst du es doch wohl noch, hä? Francesca. Vor allen Dingen, diese Trainer sehen alle gleich aus. So, Aquana. Oh, shit. Nicht schlecht. GG. Heftige Animation, da sieht man immer mal was Neues.
Bist du fleißig am Blumengießen, ja, Aquana? Machst du das? Das ist toll. Das ist toll. Die nächsten Parts werden wirklich ein bisschen unspannend, wenn ich so drüber nachdenke. Wir sollten uns weiter lästigen Trainern widmen. Das ist halt echt Fakt, ne? Plurak 38. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Und dann kommt die Sylph Co. Da führt auch nichts dran vorbei. Dich habe ich schon? Ich sehe eine Inselgruppe in der Ferne. Ich glaube, den habe ich nicht. Der will einfach nur nicht kämpfen. Sowas gibt's. Ich habe versucht, unter Wasser Pokémon zu fangen, aber das war keine gute Idee. Bei dem Wasser, das nicht mal 1 Zentimeter hoch ist? Winfried? Schon wieder ein Jurob, na denn? Ja, da steht uns einiges bevor, ne? Trainerpart. Es hilft nichts. Das ist Pokémon, vor allen Dingen die erste Gen. Wie gesagt, das Gute ist, dass unsere Teammitglieder jetzt beisammen sind. Ich denke mal, Jurob und Yugong haben schon ihre Fans, aber ich glaube, die meisten haben gar nichts gegen sie, was ich sehr gut finde. Ähnlich beliebt wie Giflor vielleicht. Oder? Gibt da einige umstrittene Pokémon. Wenn du so einen Durengard reinnimmst, sagen einige, Schwerter. Hydropumpe. Ja, alle am Blumengießen. Herrlich. Giflor kann das auch alles besser ab als Pikachu. Aber schön. So viele Wasserrouten sind es ja auch nicht. Also hinter den Seeschauminseln geht es weiter zur Zinnoberinsel und von der Zinnoberinsel zurück nach Alabastia. Das war's. Das heißt, 3 Wasserrouten und die erste haben wir gleich. Aber die anderen kommen längst nicht. Bin mir auch ein bisschen unsicher, ob sogar weniger Trainer sind als früher. Das kann aber täuschen. Mehr sind es jedenfalls nicht. Das nicht. Oh! Gut, du hast aber schon gute Psycho-Sachen, ne? Guck mal, Psychstrahl. 65. Oh, Mann, das ist ja viel besser. Psychokinese ist ja viel besser. Psychstrahl ist auch. Ach, das war ja der Witz. Er ist auf physisch getrimmt. 90. Wozu habe ich eigentlich noch Konfusion? Konfusion, Psychstrahl und Psychokinese sind größtenteils dieselben Sachen. Kann verwirren. Und naja, das senkt die Spezialverteidigung des Zieles davon ab. Genauigkeit ist 100, ist 100, ist 100. Aber davon ab ist eigentlich Konfusion, Psychstrahl und Psychokinese dasselbe, nur mit Unterschieden bei Stärke und AP. Oder kann ich ruhigen Gewissens Konfusionen wegmachen? Fast sogar ein bisschen unkreativ. Was die Attacken angeht. Ich hätte halt Glurak endlich mal einen Flammenwurf gegönnt, aber das dauert leider noch ewig. So. Hey du, diese Gewässer sind trügerisch. Gewässer natürlich. Sieh den Doppelpunkt. Gewässer, Hagen. Nur Hagen hat keinen Wagen. Also nicht verzagen, Hagen. Das gute Quapuzzi. Willst du nicht überlegen, das zu. Wie heißt das andere Ding? Ich hab den Namen nicht auf der Zunge. Unser Duflor hätte sich ja auch nicht zu Giflor entwickeln müssen. Da wäre auch Bluebella möglich gewesen. Und so kann sich Quapuzzi, das sind quasi gute Gegenstücke, brauchen auch für die ursprüngliche letzte Entwicklung Evolutionssteine. Duflor Blattstein zu Giflor und Quapuzzi Wasserstein zu Quappo können aber auch alternativ sich entwickeln. Ihr wisst schon,
Kapuzzi kann auch zu diesem grünen Frosch werden. Jetzt möchte ich eigentlich nicht. So viele Informationen im Hirn gespeichert, da fliegt hinten mal so eine andere Info raus, wie das Pokémon heißt. Den habe ich aber selten trainiert. Ich finde es leider ein bisschen Quatsch, ne? Wenn Pokémon irgendwann hinterher nochmal Entwicklung oder Vorstufe bekommen. Gut, die Babys der zweiten Generation, also Pichu, Fluffeluff oder Magby, Elekid, das war noch im Rahmen, aber dass zum Beispiel in der vierten Gen so viele Weiterentwicklungen kamen, Magbrand, Elevoltech, die waren cool, keine Frage. Aber es ist halt doof, dass es erst so drei Generationen später denen einfällt. Und ich glaube, die hatten noch mehr Bock, sowas zu schustern. Und so entstanden die Mega-Entwicklungen. Da konnten sie sich richtig austoben. Dass ich halt nur immer Angst habe, dass es irgendwie zu viel wird. Sechste Generation führen die Mega-Entwicklungen ein. Siebte Generation Alola-Formen, wobei es jetzt auch schon wieder heißt. Nicht Alola-Formen, sondern regionsspezifische Formen. Das hat so einen Überbegriff. Was halt lustig ist, was schon confirmed, dass im nächsten Abenteuer, würde ich mal schätzen, stark schätzen, dass im nächsten Abenteuer auch wieder Abwandlungen von bereits existierenden Pokémon existieren. Die halt anders aussehen. Aus Baumgründen. Das heißt aber auch, dass die Region eine komplett andere sein muss, die sich grundsätzlich unterscheidet, so wie Alola halt von Sonne und allem geprägt war. Lernt Nidorino jetzt? Nee, erst Level 39. Ja, prima. Austausch jetzt. Da frage ich mich halt echt, ob die schon krasse Ideen haben oder... Naja, die Pokémon Company, die hat sich schon festgelegt. Die wissen schon Bescheid. Hinter verschlossenen Türen ist einiges bekannt. Mir wird ganz schwindelig. Wovon kommt das denn? Sonnenstich. So, da sind wir durch, wa? Obwohl am Ufer noch welche waren. Holen wir uns Tentacher noch. Tentacher fangen. Und dann haben wir die 50 Pokémon voll. Europa war die 49. Da haben wir zum einen... Warum wirft er in die Richtung? Ich habe ganz nach rechts gezielt. Das ist nicht kalibriert gerade, so ein Blödsinn. Jetzt hat's geklappt, keine Ahnung. Wir können uns noch was abholen vom Assistenten? Aber wo war das doch gleich? Das war nicht hier, das war... wieder weit oben, ne? Ach, bitte. Und wir können zur Arena, denn ich denke, es war Voraussetzung für die Arena hier in Fuchsania City 50... Pokémon zu haben. Oder vielleicht keine Pokédex-Einträge, sondern 50 gefangene Pokémon. Wenn das der Fall ist, weiß ich ja nicht, wie viele... Warum? Ich schmeiß doch nicht da hinten in die Ecke. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn die sich bewegen, funktioniert das einfach nicht, wie es soll. Gut, im Moment, wo er stillhält, läuft das mit dem Pokéball wieder. Naja. So. Findet man ein schwaches, ausgetrocknetes Tentacher am Strand und bringt es ins Wasser zurück, so wird es wieder topfit. Es sei denn, es ist krank oder so. Wie geht er davon aus, dass sie alle topfit sind, abgesehen von dem Wasser? Muss ja Gründe haben, warum die am Strand liegen. Vor dem Schwimmen muss ich mich aufwärmen. Ich nicht. Gerade im Freibad oder so. Oder am Badesee. Friere ich mir echt einen Ast ab, ne? Irgendwo im Schwimmbad, in den Thermen oder so. Das, also, nicht Freibad, sondern Hallenbad. Das ist dann immer sehr angenehm. Bin ich auch ein Fan davon. Weniger Fan davon bin ich, irgendwelche Viren und Fußpilz einzufangen, aber das ist ja auch nicht immer der Fall. Ist halt schon irgendwie blöd. Die Wärme wird begünstigt. Man wird so schnell krank. Aber das letzte Mal, wo ich da war, kam ich topfit wieder raus.
Zum Glück. Aber ich hatte das halt schon mal, da wirst du krank davon. So, und du noch, dann sind wir durch. Nicht zu schnell, sonst geht dir die Puste aus. Mir? Frag doch mal dich selbst. So, ja, haben wir doch ein bisschen dafür gebraucht. Ne? Ein bisschen ernst. Was guckst du denn so ernst? Oh, Tratini, what the fuck? Wo kann man das eigentlich bekommen? Tratini gab's doch immer in der Safari-Zone, die jetzt auch irgendwie weggeburnt wurde. So, nimm das. Ja, das habe ich ja auch noch gegen Siegfried in petto. Giflors Geheimwaffe. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob Jurob sich instant entwickelt. Ich weiß nicht, wann das war, aber ich glaube irgendwie irgendwas mit Level 40 noch. Es ist schon möglich. Tatsache, Jurob entwickelt sich. Ein kurzes Vergnügen mit Jurob. Dafür ist es heute auf dem Thumbnail, aber... ohne selbst groß gekämpft zu haben, wird es zu Yugong! Yeah! Kreisch! Kröl! Ausflip! Sein ganzer Körper ist schneeweiß, da ihm Kälte nichts ausmacht, kann es selbst in Eiswasser kraftvoll schwimmen. Cool. Ja, so ist es halt. So ist es geschehen. So ist es Schicksal. Das ist diesmal wirklich ein sehr schickes Schicksal, möchte ich meinen. Ich muss mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, was wir im nächsten Part anpacken. Der Radweg wäre halt langweilig, aber angemessen. Und die Sylph Cove wird die Story voranbringen, wäre aber auch. Ja. Mal gucken. Ich glaube, das wäre das Beste, die Sylph Cove weiterzumachen, ne? Wir gehen nach Saffronia City, können das erkunden. Das wäre erstrebenswert. Aber das heute war ein gutes Stück Arbeit, das wir schon mal abgehakt haben und... unser neues. Hätte ich den Tacher gar nicht fangen müssen. Wir müssen noch einen Pokédex-Eintrag. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.